Hey yo, was geht ab, meine krassen YouTube-Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zur allerersten Folge von Entweder Oder mit einem speziellen Dual-Commentary-Gast am Start, und zwar der Smile. Stell dich mal vor. Ja, hey yo, Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Blue Yeti. Mein Name ist Jan aka Smiley und genau, ich werde heute bei Entweder Oder mitmachen. Auf meinem Kanal werdet ihr auch eine Folge finden, wo wir genau das gleiche machen. Genau, schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei, ist nachher auch in der Videobeschreibung verlinkt, und ja. Okay, also meine erste Frage. Entweder du müsstest einen Pickel, welcher einen Durchmesser von 5 cm hat, auspressen und das, ich sag jetzt mal, Innenleben genüsslich wie ein Cocktail schlürfen. Oder du müsstest im gesamten Jahr 2015 oder durftest im gesamten Jahr 2015 keinen sozialen Kontakt mehr pflegen. Das heißt sowas wie Freunde, Familie oder sowas wie Zockerkollegen. Okay, das ist eine krasse Frage. Oh mein Gott, also... Was waren das, 5 cm? Ja genau, ein Durchmesser. Oh Gott. Das fühlt sich beide schon ziemlich hart an, wenn man jetzt keinen Kontakt mit Freunden und... Aber das ist auch schon krass, also... Das ist, ja, das ist echt übel. Oh mein Gott. Also ich glaube, im schlimmsten Fall, wirklich im schlimmsten Fall, würde ich wirklich einen 5 cm dicken Pickel ausschlürfen. Oh, die Vorstellung. Also ja, allein die Vorstellung ist schon richtig krass, aber... Ja, aber ich glaube, ich würde auch so machen, weil ich meine, das sind ja nur... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange man bei einem Cocktail schlürft. Das ist vielleicht einmal richtig abartig. Aber ich meine, wenn man jetzt... Was waren das? Ein Jahr lang keine Freunde und... Ja. Das ist schon zu krass. Das wäre, glaube ich, auch... Okay, also ich würde das erste nehmen. Okay. Okay, meine erste Frage ist an dich. Du hast auf YouTube 500.000 Abonnenten, stellen wir mal vor, auf deinem jetzigen Kanal. Entweder du würdest 1 Million Euro bekommen und müsstest dafür deinen gesamten YouTube-Kanal schließen, oder du würdest also dein Leben lang 100.000 Abonnenten haben. Und würde dann aber weiter YouTube machen können. Oder könnte ich auch bei der anderen Variante YouTube weitermachen? Also entweder bei den anderen hättest du 500.000 Abonnenten und die du aufgeben müsstest für 1 Million. Ja. Oder du würdest dein Leben lang halt... Ach Quatsch, gar nicht. Müsstest dein Leben lang sonst 20.000 Abonnenten haben. Okay, aber auf würde deinen jetzigen Kanal gar keinen Zuwachs haben. Also keinen Zuwachs mehr. Also, ich glaube, wenn ich älter wäre, ich glaube, dann würde ich, das hört sich jetzt wahrscheinlich mega Geld gerne, aber wenn ich älter wäre, dann würde ich, glaube ich, das mit den 20.000 Abonnenten machen, weil das dann so ein Hobby nebenbei ist. Aber das stimmt, ich glaube, jetzt in meinem jetzigen Alter würde ich lieber das Geld nehmen, weil mit 1 Million Euro, ich meine, mit 16 Jahren 1 Million Euro, da bist du ja quasi fürs Ende deines Lebens sozusagen. Kann man krass mit viel anfangen, ne? Ich glaube, ich würde das machen und würde dann einfach einen neuen YouTube-Kanal machen. Ja, okay, das stimmt. Okay, das könnte man machen. Ich glaube also für die erste Variante auch. Okay, jetzt habe ich eine sehr kurze, aber knappe Frage. Und zwar, entweder du müsstest oder du wärst pädophil oder du wärst nekrophil. Was? Entweder pädophil oder nekrophil. Also für die, okay, die das nicht wissen, pädophil sind Leute, die auf Kinder stehen, und nekrophil sind Leute, die auf Tote stehen. Okay, das ist richtig krass, also wirklich richtig krass. Also wirklich, erstmal muss ich was sagen, ich verabscheue auf jeden Fall so eine Leute, also zum einen Pädophile. Ja. Also ich finde, sowas geht wirklich überhaupt nicht auf Kinder zu. Ich weiß auch nicht, wie man so denken kann, aber das ist wahrscheinlich bei den Menschen, das ist wirklich eine Krankheit und die können auch eigentlich gar nichts für. Ja, das denke ich mir auch teilweise, aber es ist im Grunde genommen wirklich auch so, eher so, wo ich mir denke, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Also ich glaube, ich würde lieber nekrophil, oder? Richtig ausgesprochen? Ja. Weiß es gar nicht. Ja, ja, richtig. Nekrophil nehmen, weil ich möchte einfach damit die Kinder schützen und ich würde einfach, na gut, dann stehe ich halt auf Tote, meinetwegen. Aber ich finde, dass das andere geht einfach so ein bisschen zu weit und ist schon ein bisschen heftig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu meiner zweiten Frage. Und zwar, würdest du lieber deinen Lehrer auf den Schulhof vor deinen ganzen Freunden küssen? Mit Zunge. Oh. Ja. Oder mit deiner Ex-Freundin. Also mit deiner Ex-Freundin vor den Augen deiner derzeitigen Freundin küssen oder rumknutschen. Alter, das ist übel. Das ist beides echt übel. Vor allem mit Zunge deinen Lehrer küssen. Ja, das kommt eigentlich überhaupt nicht in Frage. Ich glaube, dann würde ich eher. Die Frage ist halt, warum es meine Ex-Freundin ist. Also stell dir vor, dass eine richtig krasse, also was richtig krasses, es ist was richtig, also sie hat sich zum Beispiel betrogen und richtig verarscht. Ja. Und du müsstest sie halt dann küssen und dennoch vor den Augen deiner jetzigen Freundin, die wahrscheinlich deine große Liebe dann ist.
Ah, okay. Boah, das ist eine richtig, richtig, richtig Assi-Frage. Ja. Das ist echt so eine kleine Zwickmühle. Aber ich glaube, dann würde ich lieber den Lehrer küssen. Ja, würde ich auch. Ich glaube, wenn das wirklich, wenn das so die große Liebe ist, dann. Ich glaube, das kriegt man nicht so schnell wieder. Nee, das stimmt. Okay. Ja, gut. Okay. Meine letzte Frage. Die ist auch, hat auch sowas mit Freundinnen und so weiter zu tun. Also entweder du müsstest vor deiner Freundin gestehen, dass du schwul geworden bist und müsstest sie auch deinen neuen Verehrer vorstellen. oder du müsstest dich an die Mutter deiner Freundin ranmachen, um weiterhin der Freund deiner Freundin zu bleiben. Also mit ranmachen versteht sich natürlich, was mit ranmachen gemeint ist. Also nicht nur hier rumknuten. Achso, okay. Okay. Oh mein Gott, wie war die erste Frage nochmal? Ich müsste mit... Entweder du müsstest vor deiner Freundin gestehen, dass du schwul geworden bist und auch deinen Verehrer vorstellen. Okay, also da ist es wiederum gemeint, wie ist das gemeint mit der Freundin? Also ist das eine einfach nur derzeit Freundin, die du jetzt für ein paar... Ne, ich würde das dann auch so als eher als große, Liebe sehen. So. Ja. Okay, also ja, ich würde... Das auch nochmal richtig schön assi ist. Das echt richtig assi ist, ja, das stimmt. Würde ich, glaube ich, trotzdem... Allein die Vorstellung möchte ich... Oh mein Gott. Jetzt auch meine derzeitige Freundin, wenn sie das guckt. Hör da bitte nicht zu. Aber ich glaube, ich würde lieber mit der... Ich würde das Zweite nehmen, würde lieber mit der Mutter der Freundin rummachen, um meine derzeitige Freundin zu behalten. Okay, es ist wirklich richtig krass jetzt. Es ist richtig krass. Ich hoffe, meine Freundin hört das jetzt nicht. Aber das ist natürlich nicht ernst gemeint, aber... Ja, ich glaube, das Erste, das wäre einfach zu krass. Ja, glaube ich auch. Viel zu krass. Okay, pass auf. Okay, cool. Ja, die dritte Frage und die letzte Frage auch von mir. Würdest du lieber mit deiner Freundin, also würdest du lieber deiner Freundin beim Sex ins Gesicht pupsen? Oh nein. Oder dein Handy für einen Monat lang abgeben? Handy für einen Monat abgeben. Also sofort entschlossen, sagst du? Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, wo ich mir die Frage als erstes mal gestellt habe, habe ich wirklich gedacht, so einen Monat lang ohne Handy ist schon echt krass, so. Das ist übel, aber ich glaube, da ich mit meinem Handy, das Einzige, was ich an meinem Handy mache, ist WhatsApp. So, ja, also richtig. So, und richtig. Klar, und telefonieren, aber WhatsApp ist so das Einzige wirklich, wozu ich mein Handy brauche. Es gibt natürlich noch Leute, die auf ihrem Handy dann noch, keine Ahnung, was für Spiele haben. Dann gibt ja teilweise schon Call of Duty für die Handys. Ja, das stimmt, das ist schon echt krass. Ich glaube, wenn ich dann nur WhatsApp drauf haben würde, dann würde ich das, glaube ich, auch verkraften. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde niemals einem Mädchen bei sonstigem ins Gesicht nicht mal daran denken. Nein, okay, das wäre zu krass. Okay. Sollte euch das Video gefallen haben, Freunde, gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben und teilt dieses Video auf öffentlichen Netzwerken wie YouPorn, YouJust. Nee, kleiner Spaß, auf jeden Fall schaut auf den Kanal von Smiley vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt, ein übelst nicer Kommentator. Und ja, Freunde, solltet ihr mal Bock haben in einer Runde, wer bin ich oder entweder oder, mit mir dabei zu sein, dann schreibt auf jeden Fall mal in den Kommentaren und ja, schreibt mir auf jeden Fall eine private Nachricht und dann würde ich sagen, Freunde, bis dahin, Daumen hoch für besseren Sex und dann würde ich noch sagen, 3, 2, 1. Ciao, ciao.